Ich bin die Vivian Seemüller, ich bin 33 Jahre alt und ich arbeite im Frère-Rocher Kinderzentrum von der katholischen Jugendfürsorge und arbeite dort im überregionalen Behandlungs- und Beratungszentrum auf der Gruppe 4, die sich Helden-WG nennt. Mein Name ist Maximilian Reiser, bin 28 Jahre alt und arbeite als Heilerziehungspfleger im Frère-Rocher Kinderzentrum auf der Gruppe UBZ3. Also ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin, das habe ich hier in Augsburg gemacht und befinde mich gerade in der Ausbildung zur Heilpädagogin und habe für meine spezielle Arbeit noch eine Fortbildung absolviert zur Traumapädagogin. Wir haben kleine Kinder und wir haben Teenies. Und die ich betreue, sind gerade von 8 bis 15. Also meistens ist es so, bei den Kindern, die ich jetzt betreue, dass praktisch die Eltern aus unterschiedlichen Gründen ihrem Erziehungsauftrag nicht so nachkommen können, wie es gewünscht wird. Und meistens ist es so, dass die Kinder zum Beispiel Schulprobleme haben oder eben einfach diverse Schwierigkeiten, mit denen die Eltern einfach momentan überfordert sind. Bei uns ist es eigentlich auch so, dass die meisten Kinder einmal oder auch mehrmals schon in der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren, weil diese Schwierigkeiten, die sie haben, praktisch sehr komplex sind. Ja, eigentlich ist es sehr ähnlich wie in der Familie. Also man macht alles, was man halt normalerweise in der Familie auch tut. Also aufstehen, die Kinder wecken, anziehen, baden, Hausaufgaben, zusammen essen, Freizeitgestaltung, also schwimmen gehen oder kegeln. Also bei uns kommen die Kinder erstmal oder auch die Jugendlichen eben kommen erstmal zu uns, die teilweise Schulverweigerer sind, die Schulschwierigkeiten haben oder auch wirklich komplexere Lernstörungen haben. Und dafür haben wir praktisch eine spezielle Schule bei uns auf dem Gelände. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die Kinder dort individuelle Förderung bekommen durch zum Beispiel Schulbegleitung. Und dann, wenn sie bei uns praktisch sind, dann kümmern wir uns um Hausaufgaben, Lernen. Natürlich kriege ich ganz, ganz viel zurück. Also sei es ein Dankeschön oder sei es einfach, dass jemand sagt, das hat super geklappt oder das taugt mir voll gut oder danke, dass du da bist, danke, dass du dich um mich kümmerst. Also ein Junge zum Beispiel sagt immer zu mir, es ist der erste Ort, den er gefunden hat, wo es jemand gibt, der ihn versteht und der weiß, was er braucht und der ihn eben unterstützen kann. Wir sind eine Wohngruppe, auf der im Moment 8 Jungs sind, die zwischen 14 und 16 Jahre alt sind, bei uns auch beschult werden und wir eben die Jungs von nach der Schule bis am nächsten Tag in der Früh rund um die Uhr betreuen. Also wir haben ein recht familiäres Umfeld. Wir machen eben alles, was eine normale Familie miteinander macht, machen wir miteinander. Und ein Kollege oder auch ich hat dann immer Nachtdienst und bleibt dann auch eben über Nacht mit den Jungs und weckt die Jungs in der Früh und begleitet sie eben auch in die Schule. Ich mache einfach verdammt gern Sport mit den Jungs. Da legen sie so ein bisschen ihr cooles Gesicht oder ihre Facetten, wo sie im Alltag zeigen, wo sie immer nur irgendwo ihr Gesicht wahren wollen, das legen sie beim Sport so ein bisschen ab. Da ist dann jeder so, wie er ist und da kann man auch ja, wahnsinnig viel erreichen. Das Schöne am Sport ist, dass man irgendwo alles andere ausblendet. Also wenn ich irgendwo an der Wand hänge und konzentriere mich nur auf den nächsten Halt oder auf den nächsten Tritt, du kannst ja an gar nichts anderes denken eigentlich. Deswegen, ja, das ist das Schöne für mich am Sport, einfach dieses geistige Abschalten, sage ich jetzt mal. Sich selber herausfordern ist natürlich immer mit drin. Man will immer besser werden. Also bei mir ist es zumindest so. Ich kann sehr schlecht verlieren und ja, es ist irgendwo Zielsetzung, immer sich zu verbessern oder das nächste Mal irgendwas besser zu machen. Ich würde mich jetzt nicht als den großen Mechaniker bezeichnen, aber basteln doch sehr gerne. Also egal, ob das jetzt im Außenbereich am Auto ist oder eben im Innenbereich, dass man da mal irgendwas an der Tontechnik oder sowas verändert, bin ich doch sehr begeistert. Ja. Also ich bin kein Autoverrückter, aber eine gewisse Faszination dafür, also gerade für alte Autos, wo wirklich sehr viel mechanisch dran ist, ist auf jeden Fall da. Wie das alles funktioniert, das interessiert mich dann schon. Ich habe mir irgendwann eine Nähmaschine angeschafft, weil ich das schon immer toll fand, so eigene Sachen zu kreieren. Eigentlich wollte ich auch mal Schnitte entwerfen, da bin ich aber bisher noch nicht dazu gekommen.
Und ich habe bei der VHS halt zwei Kurse gemacht mit meiner Schwester zusammen, wo man so die Grundkenntnisse einfach hat, dass man ja dann drauf aufbauen kann. Die Zeit verfliegt da halt so. Also ich nehme mir jetzt nicht vor, dass ich 2 Stunden nähe oder so am Stück, aber meistens wird das dann länger. Mein aktuelles Projekt war jetzt eine Babyjacke und ein Babylätzchen. Genau, für meinen Neffen. Ich wohne eigentlich schon immer in der Altstadt. Ich mag es hier total gerne. Ich kann meine Freunde super schnell sehen, ich kann zu meiner Familie ganz schnell sausen. Bin halt überall zu Fuß oder mit dem Rad in eigentlich 2-3 Minuten. Die Dachterrasse ist mein größter Wohnraum eigentlich. Also da bin ich, wenn es geht, 24 Stunden. Also ich schlafe auch gerne auf der Dachterrasse. Also mir gefällt es sehr, sehr gut hier. Und ich möchte eigentlich auch nicht unbedingt woanders hin.